So, liebe Freunde der gepflegten Bastelkultur, ich habe vernommen, dass es im Forum ein starkes Interesse am Forst gibt. Und dem wollen wir doch mal gerecht werden. Ja? Aber bevor wir uns mental zuwenden, das ist ziemlich harter Stoff, werden wir uns in dieser Folge erstmal mit dem Propforst ein bisschen auseinandersetzen. Auch aus dem Grund, weil natürlich das Propforst vor dem Mental kam. Ich mag das immer so in dieser logischen und geschichtlichen Abfolge. Ja? Es war diese Hive da und dann irgendwann habe ich das Propforst integriert und irgendwann hat mir irgendwas an dem Propforst nicht mehr so gepasst. Und dann habe ich das Mental angefangen zu entwickeln. Und damit man das irgendwo auf eine Reihe bringt, machen wir jetzt erstmal eine Runde mit dem Propforst. Ne? Also in dieser Folge geht es erstmal darum, wie installiere ich das Propforst? Ja, wie bringe ich das zum Laufen? Ja, ich will es hier mal praktisch zeigen. Das steht zwar auch in den Texten drin, aber es ist immer gut, wenn man das mal sieht. Dann kann man mal ein bisschen drüber schwätzen. Ne? Wir gucken uns mal an, nochmal ein bisschen genauer, nochmal in den Loader rein. Da hatten wir ja auch schon in der Trios-Folge reingeschaut. Ja? Und dann werden wir uns mal praktisch anschauen, wie funktioniert das mit dem Multitasking auf Anwendungsebene. Ja? Und dann habe ich noch einen kleinen Vortrag, den habe ich mal gehalten zum KC-Treffen. Den werden wir hier über diese Implementierung, den werde ich hier auch einfach nochmal abspulen. Ne? Und ja, packen wir es an. Installation von Propforst. Die ist natürlich noch nicht so ausgefeilt, wie das beim Mental ist. Beim Mental ist es ist eigentlich ganz einfach. Das werden wir dann nachher sehen. Da kopiere ich einfach was auf die SD-Karte und fertig ist der Lack. Ja? Bei Propforce ist es ein Tick komplizierter. Das werden wir nachher sehen, wenn wir dann auch in den Loader mal reingucken, wo das Propforce versteckt ist. Wir haben es ja schon mal so angedeutet, wo wir eine Trios-Folge über den Programmloader uns da schon mal ein bisschen die Situation angeschaut haben. So, was machen wir jetzt? Wir haben hier auf der rechten Seite habe ich mal ganz normal meinen Hive. Ne? Das ist Standardinstallation. Ja, einfach so Autostart mit Regime. Ja, da ist also noch kein Forst drauf. Und wir wollen jetzt das System so installieren, dass er in dem Forst startet. Ja. Das wäre jetzt so das Ziel dieser Folge. Ja. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt beide Monitore brauche. Auf der linken Seite dann mein Laptop. Deswegen ist die Schrift natürlich wahrscheinlich hier nicht so sehr gut lesbar. Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anders hier ins Bild banne. Ich hätte jetzt zwei Kameras nehmen können, das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Okay, ihr findet die Anleitung für die Installation im Trios-Verzeichnis unter Doku. Dort gibt es zum Forst 2 Texte. Installation mit Forst. Im Gegensatz zum Text 1 einfache Installation, also das ist diese Installation mit Regime, nur mit Regime. 2 Installationen mit Force und dann gibt es 3 Regime und 4 Force im Überblick. Da steht ja noch ein bisschen was über das Force selber drin. Ne? So, und hier steht jetzt alles das drin, was wir jetzt einfach mal manuell ausführen. Ja, gucken wir jetzt nicht rein, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ne? Ihr ladet euch aus dem Verzeichnis Flash den Flash für Regnatix. Regflash.spin. Spin. Ja, das ist unser Loader, den hat man ja auch letztendlich in der letzten Folge, wo den Loader haben wir uns den angeschaut. Da gucken wir nachher nochmal genauer rein, wo da was ist. Faltet es am besten mal zusammen, den Quelltext, und da seht ihr im oberen Bereich 2 Compiler-Direktiven. Und davon ist eine auskommentiert und eine ist aktiv. Auskommentiert ist Define Force und aktiv ist Define Regime. Das heißt, dieser Regflash, der Loader, wird jetzt so kompiliert,
dass er nur Regime startet und den Programmloader halt im Hintergrund. Ja? Wir müssen jetzt Folgendes machen, wir müssen dieses das Define Force aus, das Kommentarzeichen wegnehmen und dafür das Regime auskommentieren. So. Jetzt haben wir im Prinzip das Force aktiviert. Wenn wir jetzt F8 drücken, dürfte er eigentlich auch nicht schimpfen. Das macht er nicht. Ja. So, und wichtig ist jetzt, dass hier beim Hive, dass der DIP-Schalter, beziehungsweise bei mir, es ist ja der Schalter an der Seite, auf Regnatix steht. Das heißt, wir müssen das jetzt in Regnatix flashen. Das machen wir mit Compile and Load EEPROM oder einfach F11. Na, das schiebe ich mal rüber. Dauert einen kleinen Augenblick. So, und da sind wir. Und was sehen wir? Wir sehen nichts. Also es meldet sich auf unserem VGA-Bildschirm meldet sich nichts mehr. Ja? Das ist natürlich doof. Schalten wir aus, schalten wir an. Es meldet sich nichts. Ja? Nur das Logo hier oben, das blendet Bellatrix automatisch ein. Ne? Wo ist er hin, unser Hive? Ja, warum sehen wir nichts auf dem Bildschirm? Das hängt jetzt natürlich mit dem PropForce zusammen. Das PropForce ist ja eigentlich nicht für den Hive geschrieben. Das ist geschrieben für einen normalen Propeller-Chip. Wenn wir das PropForce auf einen normalen Propeller-Chip brennen, ja, also zum Beispiel auf dem Demo-Board oder sonst irgendwas oder auf einem blanken Propeller-Chip mit EEPROM dran, dann meldet sich das PropForce dort an der Serien-Schnittstelle. Und wir können mit dem PropForce kommunizieren. In der Regel dient es ja dazu, dass das PropForce dann irgendwelche Steuerungsaufgaben zu übernehmen. Ja. Nur im Hive haben wir natürlich einen Bildschirm. Ne? Und wir möchten, dass er diesen Bildschirm jetzt auch nutzt. Und wir vermuten, ihr vermutet es wahrscheinlich schon richtig, das PropForce meldet sich hier an der seriellen Schnittstelle. Und das werden wir jetzt mal überprüfen. Wir schließen jetzt einfach mal unseren BST oder machen den klein. Und ich habe hier ein Programm, das nennt sich TerraTerm. Ja? Gibt es einen freien Download, das ist also Open Source, Public Domain, keine Ahnung, es ist zumindest frei erhältlich, auf heise.de zum Beispiel im Download-Bereich kann man das finden. Starten wir mal und jetzt müssen wir natürlich unsere Schnittstelle wählen, als erstes das serielle Port, an welchem wir uns befinden. Das geht hier unter Einstellungen, serieller Port. Ja? Und dort steht meiner auf Port 10. Da müsst ihr gucken, wo jetzt eure Schnittstelle dran hängt. Ja, an eurem Rechner. Bei mir stimmt es schon. Wir müssen den passenden Port einstellen und die Baudrate 57.600 Baud, also 57 Kilobaud, 57,6 Kilobaud, 8N1, also 8 Datenbits, keine Parität, ein Stopbit. Ja? So, warum meldet er sich noch nicht? Er meldet sich schon, wir müssen bloß mal Enter drücken jetzt. Ja? Und da ist er. Ja? Er macht jetzt hier noch seltsame Geschichten mit Carriage Return Line Feed. Da gucken wir mal rein. Unter Terminal Einstellungen können wir hier, stellen wir es mal auf Auto, mal sehen, ob das gut geht. Und nur Carriage Return. Ja, so sieht das schon schöner aus. Also hier meldet sich jetzt unser Hive. Ja, das heißt, ich schalte mal aus und wieder an. Und wusch, sagt er Reset Prop 0 Cork 6. Und da ist er. Ja, so. Und Force typisch können wir hier jetzt mit Word uns... Nö, können wir nicht. Ach so, das haben wir noch nicht drin. Das ist im Grundwortschatz jetzt noch nicht drin. Das Force kann jetzt eigentlich noch nicht so sehr viel. Und wir möchten ihm jetzt beibringen, dass er mit den Ressourcen, die er im Hive hat, gut redet. Ja, also dass er das, was wir jetzt hier unserer seriellen Konsole sehen, in dem TerraTerm, dass er das auf unserem
VR-Bildschirm darstellt, ja, und meinetwegen SD-Karte nutzt und Sound nutzt und so weiter und so fort. Dafür müssen wir jetzt Folgendes machen. Wir gehen im Trios jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir finden diese Datei unter Bin SD-Card System. Ja? Wir finden diese Datei aber auch unter einfach im Hauptverzeichnis von Trios unter Force. Und da gibt es eine Datei, die nennt sich basics.mod. Und diese Datei laden wir uns jetzt einfach mal in den Texteditor. Ich muss das hier mal kurz konfigurieren, damit er das hier ständig macht. So, und hier ist ein Quelltext drin. Ja, das ist also ein Force-Quelltext, welcher unsere ganzen Erweiterungen enthält, die wir brauchen, damit das Force vernünftig mit unserem Hive arbeitet. Ja, also hier sieht man die Fehlergeschichten. Also wer will, kann da mal reinschnuppern. Mount und Unmount und LS-Kommando und Change Directory und Open und was weiß ich nicht noch alles. Ja. Manager für Escape-Funktion. Gut, ihr macht jetzt einfach Folgendes. Ihr kopiert das alles. Alles markieren und kopieren. Und in dem Terraterm fügt ihr das ein. Bearbeiten, einfügen. Ich nehme mal einfügen, Carriage Return. Dann fügt er ein zusätzliches Carriage Return an, was dem ja, das machen wir jetzt einfach. Oder mit Alt R. Ja. Jetzt geht hier ein Fenster auf. Da sieht man jetzt nochmal den Text aus der Zwischenablage, unseren Quelltext. Und was passiert jetzt? Er würde das einfügen. Das sind ja alles Doppelpunkt-Definitionen. Ein Doppelpunkt eröffnet ja beim Force immer einen Compiler-Vorgang. Und diese Erweiterungen werden jetzt, wenn wir jetzt OK sagen, an dieses Force, was wir jetzt hier haben, mit dran kompiliert. Das heißt, das, was wir jetzt sehen, ist jetzt schon ein richtiger Compiler-Vorgang. Der läuft aber nicht auf unserem PC ab, sondern der läuft auf unserem Hive ab. Ja, also wir haben ja in dem Force sowohl einen Interpreter als auch einen Compiler. Ja, dieser Compiler ist quasi in dem Interpreter integriert als so eine Art Compiler-Baukasten. Das, Force hat ja da so ein Baukastenprinzip, ähnlich wie Unix, wo man für alles so kleine, ja, im Unix hat man kleine Programmchen, im Force hat man halt Wörter. Ja. Und wir machen das jetzt mal und wir werden jetzt mal ihr könnt jetzt hier zuschauen, wie er das einfügt und kompiliert. Wir sagen, okay, und jetzt rappelt er los und kompiliert das, was wir brauchen. Da sind alle Zusatzwörter drin, die wir erstmal für grundsätzliches Arbeiten auf dem Hive brauchen, fügt er mit an. Und als letztes in diesem Quelltext steht ein Save Force. Ja, also wenn wir jetzt nochmal reingucken. Oder mal kurz anders. Wir sehen jetzt schon hier auf dem VGA-Monitor hat er sich gemeldet. Er ist da. Ja, also er nutzt jetzt diesen VGA-Monitor. Und er ist jetzt auch, ich schalte mal aus, ich schalte mal an. Er ist jetzt auch nach dem Reset da. Das heißt, er hat es gleich geflasht. Das ist natürlich so ein bisschen Magie. Das ist alles in diesem Quelltext basic.mod drin. Ja, wir haben sie hier gesehen, hier geschaut, kommt als letztes Kommando Save Force. Und da kommen hier lauter Pünktchen. Ja, und da gibt es hier unter Basics, wenn man hier unten guckt, er kompiliert das alles ran, ja, die ganzen Wörter kompiliert er ran und als letztes gibt er einfach ein Kommando Save Force. Damit wird das Force, so wie es jetzt in diesem Zustand ist, in den EEPROM geflasht, wieder zurückgeflasht. Ja, also ich könnte jetzt ein Programmchen schreiben in Force, ja, könnte, wenn es funktioniert, könnte ich sagen Save Force, dann wird das in den EEPROM geschrieben. Ja, so. Und danach macht er einen Reboot und das ist alles Schmuck. Ja, das ist das, was jetzt gerade passiert ist. Ja, und er meldet sich dann hier auf der Konsole und hier auf der Konsole. Ja. So, und damit haben wir unser PropForce installiert. Ja, also wir können jetzt ausschalten, anschalten und unser Hive startet jetzt mit PropForce. Ja.
Und mit Regime, also jetzt geht zum Beispiel auch Würz, ja. Ja, wir haben jetzt hier Würz, können wir anzeigen. Wir können das auch genauso hier auf der Konsole machen, ja. Ja, geht auch so, ja. So, und mit Regime können wir in unsere ganz normale Eingabezeile, in unseren Kommandozeileninterpreter Regime rüberwechseln. Ja, und da wie gewohnt arbeiten. Und wenn wir wieder zum Force rüberwechseln wollen, dann machen wir das mit dem Kommando Force. Ja, und zack, sind wir wieder da in unserem Prop Force. So, liebe Freunde, wir wollten noch mal kurz in den Loader reinschauen, weil wir das ja beim letzten Mal nur gestreift haben. Ich habe es hier schon mal das Trios-Verzeichnis offen. Ihr erinnert euch, der Loader befindet sich im Flash-Verzeichnis, dort unter Regnatix und ist recflash.spin. Ich starte das mal, lade das mal, schiebe das mal hier rüber. So, es stellt sich erstmal die Frage, warum ist PropForce dort in dem Loader mit drin? Weil man hätte das ja auch anders machen können. Man hätte ja PropForce auch einfach als Programm hinterlegen können, als force.bin und dann starten können. Ja, irgendwie einen Autostartmechanismus machen können, der einfach variiert. Das Problem ist, dass das PropForce nicht mit dem Loader direkt geladen werden kann. Also ich kann das PropForce nicht nehmen, eine Bin-Datei draus machen und mit dem Loader laden. Das ist nicht mit diesem Loader relokatibel. Ja, wir erinnern uns, wenn wir ein normales Spin-Programm laden, wird dieses Spin-Programm ja mit diesem Load-Kommando, was wir hier haben, geladen und dann werden bestimmte Dinge anders berechnet in dieser Spin-Datei. In diesem Spin-Objekt, was wir dann im Heap haben. Da werden also bestimmte Zeiger anders gesetzt, damit das dann läuft, weil so ein Binary-Objekt ist ja dafür vorgesehen, dass es ab Adresse 0 liegt. Ja. Und das funktioniert nicht mit dem Force, mit dem PropForce. Mit dem PropForce funktioniert das nicht. Warum das so ist, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ganz genau rausgekriegt. Offensichtlich sind irgendwelche Adressen dort fest definiert oder nicht irgendwelche Sachen nicht relokatibel in den Wörterbuchdefinitionen. Ja. Vielleicht bekommt es ja jemand raus, dann könnte man das nochmal umlegen, dann könnte man das PropForce auch als normales Programm starten, dann würde ich das hier auch rausnehmen an der Stelle. Ich habe es nicht rausbekommen, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ja. Das heißt, mir bleibt dann nur die Variante, oder damals hatte ich so die Idee, nur dann packen wir es einfach in den Loader mit rein und packen es einfach in den Heap rein. Ja, hier unten ist ja der Heap. Ja. Und in diesem Heap-Bereich, da packen wir einfach das Force rein. Und wenn wir ein anderes Programm starten, dann überschreiben wir das Force da einfach oder wir starten halt das Force so, wie es da ist. Ja, und das passiert hier in der Main-Routine. Wir entsinnen uns, wir haben hier oben diese beiden Compiler-Direktiven. Ja? Standardmäßig steht es auf Regime. Und wir wählen ja dann Force aus und kommentieren Regime aus. Das heißt, wenn wir Force aktiv haben, ist dieser Block gültig und wird abgearbeitet. Und dieser Block für Regime ist nicht enthalten in unserem späteren Code. Und andersrum, bei Regime ist halt dieser Block enthalten und der Force-Block ist nicht enthalten in dem Code. Das heißt, das hier unten beachten wir jetzt einfach mal nicht, weil das gibt es nicht, wenn wir das mit Force installieren. Das hier oben, was hier oben drin ist, ist die Startroutine so, wie sie im PropForce direkt drin ist. Die habe ich einfach mehr oder weniger rüberkopiert, ein bisschen was angepasst hier. Ne? Zum Beispiel übergebe ich dem Force hier die Loader Flag Variable. Also ich setze das direkt, unten ist ja der Quelltext, hängt ja hier dran von dem Force,
und gebe ihm direkt die Adresse von dem Loaderfleck, damit er das Force auch den Loader steuern kann. Und damit zum Beispiel Regime starten kann oder andere Programme. Ja. Also das ist nicht beim originalen PropForce dabei, das habe ich hier noch mit ein bisschen dazu gebastelt. Ja. Aber man sieht, er macht hier einiges. Reserviert zwei Semaphoren. Wozu weiß ich jetzt gar nicht. Wahrscheinlich für die serielle Schnittstelle oder sowas. Ich weiß es nicht. Macht hier ein bisschen was und startet mit Cog-Init dann das Force-System. Ja. Eine Cog, wo die so ein Prop-Force ist, wo dann wird das Force-System gestartet. Und nachdem dieser Loader das Force gestartet hat, kommt ja dieser Teil, der ist da nicht gültig, den gibt es da nicht, ne? Saust er gleich in seine Endlosschleife, wo er dann auf Kommandos wartet. Ja, das passiert, wenn wir das mit Force installieren. Ja, es wird das Force gestartet und danach landet er in seiner Endlosschleife und bleibt aber resident halt da, diese Cog. Ja, diese Loader Cog. Genau wie unter Regime. So, und das Force selber haben wir hier unten. Hier haben wir den Heap einmal für die Force-Konfiguration und einmal für die Regime-Konfiguration. In der Regime-Konfiguration ist hier nichts weiter drin. Ja. Alles ausgenullt. In der Heap-Konfiguration finden wir hier dann unser Force. Und es beginnt mit dem Assembler-Code für diese. Den Force Core, ja, der in der Cog gestartet wird, mit seinen ganzen primären Assembler-Routinen. Ja, ich gucke hier gerade mal, ob ich hier mal was Interessantes finde. Hier ist zum Beispiel die Next-Schleife, also das ist der nächste Eintrittspunkt. Ah ja, hier zum Beispiel. Hier haben wir das, die Prim, Prim, das, die, den primären Code für das ROT-Kommando. ROT oder hier oben für Over. Das sind Stack-Kommandos. Bei ROT werden drei Stack-Werte auf dem Stack werden rotiert. Ja, sodass man mit den obersten drei Stack-Werten hantieren kann. Und hier ist dann halt dieser Assembler-Code dafür. Ja, hier kann man gucken, was er da macht. Habe ich jetzt aber auch nicht so sehr viel doll reingeguckt. Ich habe mir dann damals mal angeguckt, diese Next-Routine, als ich dann angefangen habe, auch mit dem Mental, um mal zu schauen, was macht er hier, wie funktioniert das. Ja, diese Mentalgeschichte war ja dann für mich auch mal so der Punkt, zu sagen, gut, alles immer vorgefertigt zu nehmen, ist natürlich auch nicht so die gute Idee. Wenn du mal wirklich lernen willst, wie das Force funktioniert, dann musst du mal eins selber schreiben. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt, auch bei anderen Force-Systemen. Dann. Ja. So, also hier hat man diesen Assembler-Code. Diverse Register noch und hier sind die Stacks, denke ich mal. Und dann kommt das Wörterbuch. Nach dem Assembler-Code kommt hier das Wörterbuch. Ja. Und man hat hier für jedes Wort halt einen Eintrag. Ja. Hier zum Beispiel für das Force-Wort-Version. Hier ist dann auch der String, den man mit Words dann ausgeben kann. Davor ist ein Wort, das ist, da ist drinne. Also jedes Wort, das Wort ist dieser Block hier. Halt, bis hierhin geht ein Wort. Ja. In dem Fall haben wir jetzt hier eine Variable. Das ist natürlich ein doofes Beispiel, aber so ist es nun mal. Und das Wort besteht aus einem Header. Da haben wir das Linkfeld. Dort ist die Adresse drinne. Zu dem vorhergehenden Wort, ja, also hier add prop_nfa. Prop_nfa ist das die NFA, das Namensfeldadresse von dem Wort davor. Und dort ist wieder drinne die Adresse von dem NFA ein Wort vorher.
Und so ist diese Liste hier verkettet, ja. Danach kommt das Namensfeld mit einem Fleck, ob das ein Immediate-Wort ist oder sonst irgendwas, und dem Namen selber. Hier ist dann auch noch die Länge des Namens drin kodiert, ja, weil es ein Counted-String ist. Und dann kommt die Parameterfeldadresse. Hier ist dann das Parameterfeld. Ja. Ja, und dann geht es hier immer lang hin. Es sind tausende Wörter, die alle miteinander verschwippt sind. Hier ist zum Beispiel Swap. Das Wort Swap, was die zwei obersten Stack-Zellen miteinander tauscht. Ja. Und man sieht, hier ist dann ein Zeiger gesetzt, nicht auf ein anderes Wort, sondern eben auf die Assembler-Routine in der COG, die da Swap heißt. Ja, und das wird hier so ein bisschen mit den Adressen hin und her gerechnet, dass dann hier das Richtige steht für diese Sache. Ja. Ich denke mal, dieses Wörterbuch ist beim Propfers auch maschinell erzeugt. Also er hat so einen Force-Meta-Code. Und erzeugt aus diesem Force-Meta-Code dann diesen Spin-Code. Und den pastet er hier rein, kopiert den rein und dann läuft das. Beim Mental bin ich noch nicht so weit. Da habe ich nur die handgeschriebene Version. Das werden wir uns dann in einer anderen Folge mal anschauen. Ja. Aber so ist dieses Wörterbuch. Ja, wenn es erstmal drin ist, wird das ja dann durch das Force selber verwaltet. Hier haben wir das Wort Reset zum Beispiel. Ja. Clockfreak. Ja. Also ist hier eine ganze Menge drin. Ein paar Sachen habe ich hier von Hand angepasst. Zum Beispiel hier in Start Serial Cock. Da wird die serielle Cock gestartet. Da ist hier DriveXt. Das ist der COM-Driver. Ja, das habe ich hier so hingeschrieben, weil ich diese Namen natürlich gleichmäßig haben wollte. Und hier findet man auch irgendwo, ich weiß jetzt nicht wo, die Baudrate kann man auch anpassen. Ach ja, habe ich dann immer Kennzeichen dran gemacht. Ja. Hive Baudrate ist hier kodiert. E1 und 0, das ist 57.600 Kilo baut. Im Hive belegen wir eine COG weniger. Im Original Propfers war die auch noch belegt hier. Ich weiß jetzt gar nicht, warum wir das gemacht haben. Warum ich das gemacht habe. Naja, und hier ist das letzte dann noch ausgenullt von dem Heap. Ja, da ist ja dann der freie Bereich für das Force-Wörterbuch. Ja. Also so funktioniert das mit dem Propforce. Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir noch was gucken. Und irgendwas in dieser Rechnerei von diesen Adressen funktioniert nicht. Es ist nicht relokatibel. Warum, weiß ich nicht. Ich habe das nicht rausgekriegt. Ja. Zumal, wenn man das so als Programm startet, kann man dann natürlich nicht das Wort Save Force verwenden, so wie es jetzt hier ist. Weil das schreibt natürlich einfach in den EEPROM. Man müsste dann ein eigenes Save Force schreiben, welches dann das Force aus dem Speicher auf SD-Karte schreibt. Ja. Aber gut, das würde man ja auch hinkriegen. Aber so ist es auch nicht schlecht. In dem Moment, wenn es aus diesem Loader direkt gestartet wird, hat es ja auch einen Vorteil. Es ist eigentlich dann sofort da. Ja, die Ladegeschwindigkeit von dem EEPROM ist halt wesentlich höher als von dem SD-Karte, weil sich das dann erst noch über den Bus quälen muss. Und dadurch ist es sofort da. Ich schalte an und Force ist da. Und ich kann losprogrammieren. Ja, das ist dann der Vorteil. Jo, okay. Weiter geht's. Hier gibt es nicht mehr zu sehen. Gehen Sie weiter. Ja, alles klar. So, liebe Freunde, ich habe hier noch ein paar Bücher zum Thema Force. Ja. Möchte ich mal vorstellen. Ich glaube, ich hatte es auch schon in den Texten zum Mental mal kurz dargelegt. Ich möchte es aber noch mal zeigen. Ich weiß jetzt nicht genau, man müsste gucken, inwieweit man die bekommt noch. Ja? Aber zwei der besten Bücher bekommt man in jedem Fall, soweit ich mich entsinne, kostenlos als E-Book. Also da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit.
Der Klassiker Programmieren in Force von Leo Brody. Ja. Brody, keine Ahnung. Ja. Hier sind die ganzen Basics drin. Ja, wirklich die Basics, Stacks, Wörterbuch, wie passt das zusammen? Es ist auch wirklich unterhaltsam zu lesen und mit vielen kleinen Abbildungen untermalt. Ja, hier, das ist teilweise richtig comicartig. Ja, aber richtig Schmuck gemacht. Also es geht auch in die Tiefe. Ja, man kann mit vielen Programmbeispielen, die man gleich ausprobieren kann. Ja, also das sind die Basics. Ja, Programmieren in Force von Leo Brody. Des Weiteren von dem gleichen Schriftsteller in Force Denken. Gibt es auch als E-Book. Ja, gibt es in englischer Version. Das ist aber auch eine deutsche Version. Ich möchte sagen, das habe ich gebraucht, gekauft. Es war teuer. Ja, also ich müsste jetzt nachgucken. Das war richtig teuer, habe ich das bezahlt. Aber hallo Leute, es gibt nicht viele Force-Bücher. Ja, das sind die beiden wichtigsten. Man muss die einfach haben. Man muss sie einfach haben. Kauft diese Bücher, besorgt sie euch. Ja. Und ihr werdet fasziniert sein und ihr werdet nichts anderes mehr programmieren wollen als in Force. Ja, das ist so. Also hier geht es dann wirklich um tiefergehende Philosophien, die so dahinter stehen. Ja, wie ein Force-System einen bestimmten Programmierstil auch fördert, dass man eben nicht wie in C viele große Routinen hat, die sehr lang sind und komplex sind mit vielen Parametern, sondern beim Force eben ganz automatisch durch verschiedene Mechanismen, die im Force enthalten sind, ganz automatisch übergeht zu kleinen, kurzen Sequenzen, teilweise Wörter. Wörter sind ja im Prinzip Unterprogramme, Routinen, ja, Subroutinen, ja, die in der Datenbank, dem Wörterbuch verwaltet werden. Dass man zu Einzeilern übergeht oder manchmal auch bloß Zweizeiler oder sowas. Wörter, die man mit einem Blick überschauen kann, weil die Kosten rein rechentechnisch vom Ressourcenverbrauch und vom Rechenzeitverbrauch ist der Aufruf einer Routine kostet in Force kaum was. Im Gegensatz zu C, wo ja sehr viele Parameter auf den Stack geschafft werden müssen. Dann wird das verarbeitet, dann werden sie vom Stack wieder runtergeholt. Und ja, das kostet alles. So ein Aufruf, Routinenaufruf in C oder in anderen Sprachen ist kostbar. In Force nicht. Und deshalb geht man über, das in vielen kleinen Wörter zu faktorisieren. Ja? Und dadurch wird der Force-Code auch sehr kompakt, weil man sehr viele Sachen ausfaktorisiert. Und da man ja immer gleich einen Interpreter drin hat und kleine Routinen auch wenig Parameter auf dem Stack verarbeiten, kann man die immer sofort interaktiv im Interpreter testen. Man hat ein kleines Wort, dann übergibt man mal schnell die Parameter, testet das Wort, ja, und guckt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und so kann man in sehr kleinen Schritten debuggen, ja, und dann entwickelt sich einfach so ein Stil. Ja. Dazu kommt noch, dass man ja typischerweise beim Force oftmals auch einen Screen-Editor hat. Also ich mental habe ich auch einen Screen-Editor. Jetzt sagt man sich, ja Mensch, in Zeiten, wo wir jetzt eigentlich so ein Quelltext und wo Quelltexte lang sind und wo wir normale Textverarbeitung haben, wieso soll ich mich da beschränken auf so ein Screen, ja, von 16 Zeilen mal 64 Zeichen? Warum sollte ich das tun? Ja, man muss sich natürlich, wenn man in so einem Screen-Editor programmiert, ist ganz automatisch, geht man natürlich dazu über kleine, übersichtliche Konstrukte zu programmieren, weil die dürfen maximal auf so einen Screen passen. Alles andere ist dann irgendwo ziemlich unpraktisch. Ja? Und so sehr viel Kommentar darf da nicht dazu sein. Also muss ich zusehen, dass ich das ordentlich strukturiere. Und allein, ich sag mal, dieser Screen-Editor verführt natürlich dazu, dieses Programmierstils anzunehmen, viele kleine Routinen zu schreiben. Ja, die man dann natürlich auch wieder besser testen kann. Die
viel stark ausfaktorisiert sind und damit einen kompakteren Code erzeugen und so weiter und fort. Das spielt alles zusammen. Dazu kommt noch, dass natürlich ein Screen-Editor extrem einfach zu implementieren ist, wenn man minimalistische Systeme hat. Also wenn ich nur einen Propeller-Chip habe, einen Propeller-Chip und eine SD-Karte zum Beispiel dran oder meine Blöcke im EEPROM verwalte, indem ich einen großen EEPROM dranhänge, dann ist ein Screen-Interface, wo ich einfach ein K lade für so einen Quelltext-Block, da brauche ich kein Dateisystem, nichts. Das ist extrem einfach zu implementieren in einem kleinen System, verbraucht kaum Ressourcen, ja, und ist auch sehr schnell daneben. Ja. Also, das geht hier so in die Tiefe. Des Weiteren möchte ich meinem Buch empfehlen, das hat jetzt nicht nur was mit Force zu tun, aber ich habe es gekauft nur wegen Force. Ja? Visionäre der Programmierung ist so ein bisschen teuer, muss ich sagen. Das war so ein bisschen Schmerzensgeld, was ich gezahlt habe. Ich habe es aber nur gekauft, weil natürlich der Erfinder von Force, Charles H. Moore, Chucky, hier drin interviewt wird. Also hier sind... geht es um Sprachen und ihre Schöpfer. Ja, hier werden also die Sprachen und ihre Schöpfer in Interviews vorgestellt und über die historische Entwicklung und auch befragt ihrer Programmiersprache und auch über aktuelle Entwicklung, Multicore und Hyperthreading und also so Sachen, die jetzt auf uns zukommen. Ja, werden dort Schöpfer dort befragt und das ist mal ganz interessant, das auch mal wirklich zu lesen, ja, wie das so parallel, welche Vorstellungen diese Leute hatten. Ich habe es natürlich nur gekauft wegen Voss. Ja. Und hier beschreibt er auch sehr viel, das sind sehr viele spucke Sachen dabei, ja. Ich will es jetzt nicht vorlesen, aber ich habe hier so einige Smileys am Rand stehen. Ja? Da sind so einige wirklich coole Geschichten drin. Ja? Also wer sich so mit Software ein bisschen auseinandersetzt, ist ein schönes Buch, ist sein Geld wert. Also ich habe es im Urlaub, ich habe dann natürlich nicht nur die Force-Sachen gelesen, ich habe die anderen Sachen dann auch gelesen, das war sehr unterhaltsam. Ja? Aber diese Force-Sachen sind dort auch sehr interessant, zu erfahren, wie funktioniert diese Force-Philosophie. Ein bisschen technischer, wird es halt auch nur noch antiquarisch geben, VB Verlag Technik Berlin von dem Herrn Fack Gerd, dem Dr. Inc. Gerd Ulrich Fack. Programmieren mit Force. Also das ist so ein technisches Kompendium. Ist nicht ganz so unterhaltsam und nicht ganz so einprägsam wie die Bücher von Leo Brudi. Ja. Aber durchaus ein schönes Nachschlagewerk, auch wenn man mal so bestimmte Sachen einfach mal gucken will, wie sind die implementiert. Aus der Zeit stammt, ist es natürlich vieles dort auf Z80 bezogen. Z80-System, auch die Implementierungsgeschichte. Ich sehe gerade, ich habe hier noch die Quittung drin. Das habe ich also 92 gekauft, nach der Wende. Ich möchte sagen, es war auf irgendeiner Messe. Hannover, ja, auf der Hannover Messe. 6.04.92. Und ich habe 42 D-Mark dafür bezahlt. Ja. Da haben sie die Restbestände verkauft. Ja, das. Und ich habe noch ein anderes Buch, das kann ich jetzt nicht wirklich empfehlen, aber ich wollte es nochmal zeigen. Force auf dem kleinen Computer. Amateurbibliothek, auch ein DDR-Buch. Da geht es natürlich, ich habe es der Vollständigkeit halber auch antiquarisch mir besorgt. Das war wirklich nicht teuer. Das ist auch ein ganz dünnes Bändchen. Wer Interesse hat an Forst, es gibt nicht viel Forstliteratur. Insofern sollte man sich daran halten. Bezieht sich natürlich mehr so auf die DDR-Kleincomputer, aber es ist auch durchaus interessant so zu lesen. Eine weitere Quelle für Force-Informationen ist die Force-Gesellschaft.
Und diese bringt an eine, ich setze den Link unten in den Kommentar mal rein. Die bringt auch eine Zeitschrift raus, die vierte Dimension. Ich war früher auch mal Mitglied der Forstgesellschaft. Forstgesellschaft e.V. Wir programmieren Forst. Ja? Zu finden unter forst-ev.de. Link setze ich unten rein. Dort gibt es in dem Download-Bereich die vierte Dimension der letzten Jahre als PDF zum Download. Ist sehr interessant, sind viele interessante Artikel drin. Irgendwo gibt es dann auch ein Inhaltsverzeichnis. Ich habe zum Beispiel viel da drin rumgeforstet, als ich mit dem Mental experimentiert habe, weil mich die Frage umgetrieben hat, was ist denn so ein minimalistischer Befehlssatz für so einen Force? Ja? Weil ich musste mich entscheiden, welche Wörter nehme ich in den Chor rein und welche, welche realisiere ich dann als sekundäre Worte. Na, das ist zum Beispiel hier mal ein Artikel aus der VOD von Willi Stricker, Kleine Stack-Philosophie, oder ich habe hier noch einen anderen, den habe ich jetzt gerade so gefunden, hier in den Büchern, ja, hier, auch von Willi Stricker, Süste, derselbe Mann, muss ein guter Mann sein, minimaler Basisbefehlssatz für ein Forstsystem, ja, da kann man sich natürlich dann so, wenn man dort spezielle Sachen hat, Anregungen holen, eine Informationsquelle und so eine Quelle für Inspiration wäre auch der Jupiter Ace. Ja? Der Jupiter Ace war ein Heimcomputer, war der einzige Heimcomputer, den es gab, der statt Basic Force integriert hatte. Ja? Und ist auch wirklich eine Rarität geworden. Ich wollte mir immer mal einen besorgen, weil ich war mal scharf drauf. Ja? Einfach mal so als Sammlerstück, um dieses Stück Zeitgeschichte in meinen Händen zu haben. Das Ding ist richtig teuer. Ja? Also wenn man bei eBay reinguckt, da zahlt es ein paar hundert Euro für so einen Jupiter Ace. Die sind derartig selten wahrscheinlich auch gewesen. Ja? Ich habe mir natürlich Inspirationen geholt für Mental, das ist der Befehlssatz, die Referenzkarte für den Jupiter Ace. Das war für mich so ein bisschen eine Inspirationsquelle für das Mental. Ja, aber da kommen wir in einer extra Folge dann dazu. Jo, mehr gibt es nicht an Büchern. Ach so, auf der Webseite, auf unserer Hive-Webseite. Müsste ich mal gucken, Hivepage, muss ich jetzt selber mal gucken. Es gibt dort noch ein bisschen Material. Ich habe dort, weiß ich gar nicht, ob das copyrightmäßig sauber ist, aber es gibt im Download-Bereich, gibt es noch ganz, ganz, ganz unten Materialien. Ja, unter Materialien gibt es zwei Download-Pakete. Das ist Force, eine moderne Software-Philosophie. Das ist ein Artikel aus der Mikroprozessortechnik 288, eingescannter. Und dann ein weiteres Download-Paket, erste Erfahrung mit FOSS. Der ist aus der RFE, Radio-Fernsehelektronik, von 986. Das ist sicherlich auch mal, da ist auch mal ein bisschen erklärt, wie FOSS so funktioniert. Das wäre mal ein richtiger Einstieg. Das sind beides Zeitschriften aus der DDR gewesen. Ja, kann man sich mal downloaden, mal durchlesen oder mal halt mal angucken. Es ist einfach von der Philosophie, es ist halt interessant und auch es ist wie Unix für ganz kleine Systeme. Ja, wo man bei Unix halt 1000 verschiedene Tools hat, für jede Aufgabe ein kleines Tools, die man mit Pipes verbinden kann und in einer Kommandozeile irgendwo verwendet. So hat man halt auf einer Ebene drunter ein Force für jede Anwendung ein Force-Wort. Ja? Und die sind halt nicht über Pipes verbunden, sondern über den Stack.
die Aufgabe der Pipe-Server nimmt dort der Stack. Ja? Und ich kann das alles interaktiv nutzen, wie ich auch unter Unix alles nutze. So wie ich unter Unix oder Linux einen Baukasten habe, wo ich mir aus verschiedenen kleinen Kommandozeilen-Tools was Komplexeres zusammenbastle, nämlich die Zusammenpipe und mache und mogle, kann ich das in Force auf einer ganz kleinen Ebene. Und komme da natürlich dann auf winzigen Rechnersystemen klar. Ja, auf dem Hive auch. Wir haben ja so ein System. Ja. Ein Linux würde hier natürlich nicht drauf laufen, klar. Ja. Aber ein Force. Ja. Und sogar mit Multitasking auf Anwendungsebene. Ja. So, okay, soll es zu dem Thema gewesen sein. Gucken wir mal weiter. So, schauen wir uns mal das PropForce selber an auf dem Hive. Mal kurz ein paar Basics. Ne? Ich lösche mal den Bildschirm. Nee, falsche Tastatur. Da muss man jetzt nochmal aufpassen. CLS. Zack. So. Mit dem SaveForce, das haben wir hier gerade schon mal durchgesprochen. Ne? Also man kann den Zustand von dem Force, so wie er gerade ist, kann man dann speichern. Ja. So, und das werden wir jetzt gleich mal nutzen, weil es gibt noch diverse Zusatztools. Und fertige Wortsammlungen sind immer als Mod, habe ich immer als, so als Mod bezeichnet. Ne? Basic.mod ist ja sowas. Es gibt auch noch was, das nennt sich Tools.mod oder Words.mod, da kann man dann noch mehr machen oder wplay.mod, das ist der Waveplayer oder ähnliches, ja. Und es gibt libs, die haben dann den Extender bei der Datei lib.lib, ne? Das sind dann mehr Wortsammlungen, die man wiederum für Programme verwenden kann. Also zum Beispiel, was haben wir da? ari.lib, da sind arithmetische Funktionen drin, ja. So, und wir wollen jetzt mal Folgendes tun, es sind noch einige sinnvolle Wörter, die man eigentlich immer braucht, die sind in dem Mod Tools drin, tools.mod. Und dieses Mod kann man laden mit sys, tools.mod. So, was passiert? Mit sys werden Mods im sys-Verzeichnis gesucht und diese tools.mod befindet sich auch im Systemverzeichnis, ja, und wird geladen, ja. So, und jetzt ist er drinne. Und es ist jetzt so, dass wir können jetzt zum Beispiel mit Mod Doppelpunkt Fragezeichen können wir die Mods anzeigen, welche installiert sind. Ja? Und das ist momentan halt Mod Basic und Mod Tools. Ja? Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt ausschalten und anschalten, ist unser Mod.tools weg. Ja? Das sehen wir daran, wenn wir Mod Fragezeichen eintippen, kennt er das gar nicht mehr, weil nämlich dieses Wort Mod, Fragezeichen, in dem Tools Mod mit drin ist. Also wenn wir das jetzt mal, um das Kommando zu verdeutlichen mit dem SaveForce, werden wir das jetzt mal einfrieren. Wir laden es nochmal, sys, tools.mod. Jetzt wird dieses tools.mod, dieses Modul geladen. Und laden heißt, es wird kompiliert jetzt in diesem Moment. Ja? Und steht dann zur Verfügung. Und dann werden wir es mit SaveForce, wenn wir den Zustand, ja, jetzt, wenn wir jetzt probieren, Mod, Fragezeichen, jawohl, jetzt geht's wieder. Ja, und jetzt werden wir mit Save Force unser Force wieder einfrieren. Dort einen kleinen Augenblick. Und jetzt haben wir diese Türchen nach dem Einschalten dann sofort zur Verfügung, weil sie halt im EEPROM geflasht sind. Ja? Mod, Fragezeichen. Zack, da ist es. Ja. Da haben wir dann so nützliche Tools dabei wie Cock-Fragezeichen. Ja. Was ist das? Was wir jetzt hier sehen, ist eine Art Task Manager. Wie schon angedeutet, haben wir ja die ist ja PropForce so interessant, weil PropForce momentan auf dem Hive-Computer das einzige System ist, auf welchem ich Multitasking auf Anwendungsebene realisieren kann. Ja? Und dementsprechend brauche ich
brauche ich halt auch zum Beispiel einen Task Manager, brauche ich verschiedene Konsolen, auf denen ich verschiedene, auf welchen ich verschiedene Programme starten kann. Die Multicore-Eigenschaften unserer Propeller-Chips, die verwenden wir ja ständig. Ja, wir verteilen Prozesse auf irgendwie verschiedene Cores und wir haben ja 8 Cores pro Mikrocontroller und überall müssen dann diese Cores auch miteinander reden und müssen eventuell auch die Semaphoren verwenden und. Also da machen wir ja schon viel. Aber PropFOS ist das einzige, die einzige Anwendung, die eigentlich Multitasking auf dem Hive unterstützt momentan. Zum Beispiel in Regime können wir nicht 2 Programme starten. Hier in PropFOS können wir es. Inwieweit das Sinn macht, das ist eine ganz andere Frage. Ja? Ein Multitasking-System auf einem Rechner, der letztendlich irgendwas so bei 96 Kilobyte RAM hat, nutzbar jetzt hier unter PropForce, ist, stellt sich natürlich die Frage. Ja? Und real nutzbar sind sogar nur 32K. Ja, halt unsere 32K, die wir in Regnatix zur Verfügung kam. Und von den 32K ist ja auch ein Teil jetzt schon belegt durch das PropForce. Ja. Also es ist schon, es ist mehr eine Studie, eine Machbarkeitsstudie. Ja, man kann da jetzt nicht wirklich große Programmchen starten. Ja. Aber so ein paar, es böten sich da ein paar Anwendungsmöglichkeiten. Ja. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in Force ein Schachprogramm hätten, könnten wir hier auf einer Konsole Schach spielen, ja, und dann auf eine andere Konsole wechseln und dort einen Quelltext kompilieren. Ja. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn irgendwo, aber es ginge. Ja. Und das ist ja nur, der Hive ist ja nur auch so ein bisschen ein experimentelles System. Und ja, da kann man sowas eben mit PropForce kann man sowas probieren und damit experimentieren. Ja. Die große Herausforderung ist halt wirklich mit dem kleinen Speicher klarzukommen. Ja? Und da geht halt nichts, was jetzt so, was so wie Linux oder Unix ist, was riesig große Klopper sind. Ja? Ich meine, viel von so einige Aspekte von dem Unix-Prinzip sind ja im Force an sich auch schon enthalten, aber auf einer viel niedrigeren Ebene. Ja. Da können wir ja auch nochmal drüber schwatzen. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Wie können wir es jetzt hier nutzen und was sehen wir hier? Das, was wir jetzt hier sehen, ist unser Task Manager. Wir sehen hier unsere 8 COGs, COG 0 bis COG 7. Ja? Wir sehen, was auf dieser COG läuft. Ja? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 COGs, auf denen läuft PropForce. Und hier hinten ist dann nochmal ein Bezeichner, der ein bisschen mehr darüber aussagt, was dort ist. Ja. Bei dem PropForce, dort wo nichts steht, steht dann hier hinten, was für ein Code läuft dort. Ja. Ich habe diese, in der Regel sind es Driver-Codes. Ja. Wir sehen auf unserer COG 0 läuft unser Drive LDA. Was könnte das sein? Das ist natürlich unser Programmloader, ja. In welchem wir unter Trios geredet haben, mit welchem man Programme starten kann. Auf COG 0 läuft unser Programmloader. Ja. Das ist jetzt allerdings, dieser Task Manager ist an der Stelle jetzt nicht so, dass er wirklich die in allen Fällen diese Programmchen abfragt, was läuft da wirklich. Weil PropForce könnte jetzt, na doch, PropForce könnte theoretisch eine COG 0 den Programmloader stoppen. Ach doch, das ginge. Theoretisch ginge das. Also ich könnte jetzt mit Befehlen in COG 0 den Loader abschießen und dort ein weiteres Frost starten. Das ginge. Das könnte man machen. Ja. Ja. Aber jetzt läuft dort halt der Loader. Ja, wir haben hier noch 2 weitere Treiber. Das ist der Treiber int und DriveExt. DriveInt ist unsere Schnittstelle zu unseren internen Ressourcen, also zu Bildschirm und zu Tastatur. Ja, das ist unser internes Terminal, unser Hive-internes Terminal. Und DriveExtern ist unser externes Terminal. Da hängt letztendlich die serielle Schnittstelle dran und das ist das, was wir
in Terra-Termen dann sehen. Ja. So, und hier hinten sehen wir dann die I/O-Channels. Da kommen wir nochmal separat dann drauf. Ich habe da nämlich so einen Vortrag, da können wir dann nochmal gucken. Ja, nur mal soweit, wir haben hier vier mal Propfos laufen. Eins ist das Propfos, was wir über die Schnittstelle draußen sehen, und dreimal Propfos können wir hier auf dem Hive nutzen, über das Terminal. Ne? Wir sehen hier, wir sehen unser COG 1 ist momentan verbunden zu COG, zu dem Eingabekanal von COG 5. Ja, und COG 5 ist DriveInt. Das heißt, wir sehen, und das sehen wir hier auch im Prompt, wir sind hier auf COG 1. Ich zeige gleich mal, wie man das umschaltet. Ja? Und COG 4, anders, 7 ist auf 6, jawohl, hier. COG 6, da läuft auch ein Propfos drauf, ist verbunden mit seinem Ausgabe-Channel zu COG 7. Ja, hier sehen wir es, COG 7. Ja, und das heißt, unser COG 6, das Propfos, ist auf unser externes, auf unsere COM-Schnittstelle geroutet. Und die COM-Schnittstelle wiederum, ne, COG 7, hier steht es, die der Ausgabekanal von unserer COG 7 ist auf COG 6 geroutet. Das heißt, die sind miteinander kreuzverbunden. Ne? Propfos sendet seine Zeichen zur COM und die COM sendet die Zeichen zu Propfos. Man kann das auch anders verbinden. Man könnte Ringstrukturen machen und ähnliches. Ja? Und ähnliches haben wir ja hier in der COG 1. COG 1 ist verbunden mit COG 5 und COG 5, die Zeichenausgabekanal, ist verbunden mit COG 1. Ja. So, und wir haben noch eine COG, die hier läuft, das ist COG 4. Das sehen wir hier nicht. Jetzt habe ich nämlich selber gegrübelt, was da läuft, aber dort läuft ein Programmchen im Hintergrund, das lauert eigentlich nur auf unsere Escape-Sequenz. Ne? Wenn ich jetzt Escape drücke, kann ich mit verschiedenen Tasten zwischen den Konsolen umschalten. Ja, ich ziehe es mal ein bisschen weg, dann sieht man es ja auch auf der Tastatur. Ja, also wenn ich Escape drücke, bin ich jetzt im Escape-Modus, da sehe ich jetzt noch nichts. Mit Escape 2 wechsle ich jetzt auf die zweite Konsole. Das ist ähnlich wie bei unter Linux dann mit den Alt-Tasten und Funktionstasten oder sowas, wo ich dann zwischen den Konsolen wechseln kann. Ja. Wenn ich jetzt Enter drücke, sehe ich, ich bin jetzt auf einer zweiten Konsole. Ja. Und wir sehen, Prop 0, jetzt sind wir auf COG 2. Wir sind jetzt also in der zweiten Anwendungskonsole. Wenn ich jetzt hier COG-Fragezeichen eingebe, sehen wir, es hat sich was verändert hier. Ja. Also vorhin war ja COG 1 verbunden mit COG 5. Unserem internen Terminal. Jetzt ist es COG 2. Wir sind ja jetzt in COG 2. COG 2 ist jetzt verbunden mit Tastatur und VGA-Monitor. Ja? Und so haben wir drei Konsolen, zwischen denen wir umschalten können. Ich kann hier mal auf das dritte schalten. Ja, jetzt sind wir auf COG 3. Ja. So, mit diesem Escape-Manager können wir noch mehr machen. Ich gehe mal wieder auf meine erste Konsole. Wir können zum Beispiel Bildschirmausgaben anhalten. Wenn ich jetzt Words gebe, ist es immer ein bisschen schwierig, weil es rappelt natürlich alles hier ewig durch. Ne? So, wenn ich jetzt das lesen möchte, kann ich Words drücken und dann, wenn ich mittendrin Escape halte, hält die Konsole an. Ja? So, und jetzt könnte ich natürlich auf eine andere Konsole umschalten. Könnte ich machen. Ich kann aber auch noch, wenn ich jetzt nochmal Escape drücke, macht er weiter. Ja. Es gibt noch ein paar andere Befehle, die man durchführen kann. Man kann mit Words Escape Break kann man abbrechen Sachen. Ja, man sieht, jetzt hat er die Words-Ausgabe, diese Listenausgabe komplett abgebrochen. Mit Escape und R mache ich ein Reset. Ja, das sieht man jetzt hier nicht so richtig, aber er macht ein Reset für diese Geschichte. Ja. Und dann gibt es noch einen Code, und zwar Escape Q.
Es gibt Q, soll ein bisschen, ich wusste nicht, was ich für ein Zeichen nehme. Es gibt Q, sendet wie Quid. Q wie Quid, das war so der Hintergedanke, weil in vielen Programmen verwende ich ja die Escape-Taste, um die Programme irgendwo zu verlassen oder sowas, ja. So, und wenn ich die Escape-Taste belegt habe, jetzt mit dem Escape-Manager, muss ich natürlich irgendwie dieses Escape-Quoten, und mit Escape-Q kann ich das tun. Mit Escape und Q sendet der Escape-Manager ein Escape-Zeichen. Also es ist so, als wenn ich ohne Escape-Manager einfach Escape gedrückt hätte. Ja, also hier habe ich jetzt schon so ein bisschen, sieht man Multitasking auf Anwendungsebene. Ja, das ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Und da werden wir jetzt vielleicht gleich mal was dazu probieren.